Ich habe noch einen einzigen Wunsch, der noch über dem Nicht-Heulen steht. Lasst uns einfach diese letzten 2-3 Wochen ganz tief in uns behalten. Lasst so weitermachen, egal wo, egal ob bei Bayern München, ob in Sandhausen oder in Hünnepel-Niedermörmter. Das ist mir scheißegal. Ich bin sowas von stolz, Stadionsprecher beim geilsten Verein mit den geilsten Fans zu sein. Danke euch. Also ich habe gerade irgendwie keine Lust auf irgendwie Durchhalteparolen oder so, deshalb einfach nur haue ich ein paar Eckdaten raus, die ich kenne. Die Verhandlung hat über 5 Stunden gedauert mit diversen Pausen. Zwischenzeitlich sah es mal gut aus, danach das Ergebnis kennen wir jetzt alle. Die Delegation aus Frankfurt wird sich direkt von Frankfurt aus auf den Weg zum Stadion machen. Das heißt, sie werden so ungefähr um 19 Uhr hier sein. Dann wird es nähere Informationen geben zum Verfahren. Also ich möchte jetzt auch gar keine
Spekulationen oder so raushauen. Ich war nicht in Frankfurt und die Leute, die da waren, die sollen euch dann erzählen, was da gelaufen ist. Insoweit es möglich ist, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist möglich! Das muss sein! Es wird auch, ja, es wird aufgearbeitet, das haben wir im Vorfeld angekündigt und das kann man heute bestätigen. Also, wir haben gesagt, im schwebenden Verfahren wird nichts gesagt. Danach ist Zeit, die Fakten auf den Tisch zu legen. Die Drittliga-Lizenz ist beantragt. Leider kann man hier an der Stelle nicht verkünden, dass die Drittliga-Lizenz gesichert ist, sondern das Warten geht an der Stelle weiter. Ich hoffe, dass wir die Wartezeit vielleicht ähnlich überbrücken können, wie wir die letzten beiden Wochen überbrückt haben, auch wenn es wirklich viel verlangt ist. Ich weiß, dass hier alle für den MSV brennen. Wir wissen alle, was die letzten zwei Wochen hier gelaufen ist, was hier vor eine Euphorie losgetreten wurde. Ich hoffe, wir können das in die Zukunft tragen. Ich hoffe, wir können das mit in die nächste Woche tragen und dann nächste Woche wird die Entscheidung über die Drittliga-Lizenz fallen. Da können wir zu, das ist ein Verfahren, das über den DFB läuft und das kann man nicht beschleunigen. Man kann die Unterlagen einreichen und mein Wunsch wirklich, bleibt positiv gestimmt. Egal wie auch die Lizenzentscheidung, wie das jetzt ausgeht, egal wie es jetzt auch ausgeht mit der Drittliga-Lizenz, bleibt so ein geiler Haufen, so eine geile Truppe, so eine geile Familie, wie wir jetzt die letzten zwei, drei Wochen waren. Egal wo es hingeht, macht weiter, positiv, ohne negative Schlagzeilen. Ihr seht hier, was für Kameras da waren. RTL, Sat.1, WDR, alle waren so heute schon da. Und nur so bleiben wir auch so geil, wie wir jetzt sind. Und bei dem Lied, was den MSV seit 1963 auszeichnet, beim Zebra-Twist. Wo mancher Wacht besiegt, wo mancher Fest gerannt.